Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder einen Anruf von einer Trading-Abzocke, allerdings einen besonderen Anruf. Als erstes geht es hier darum, dass wir ganz viel Bitcoin bereits schon gemacht haben und jetzt geht es um die Auszahlung. Dass das natürlich Blödsinn ist, das wissen wir alle. Naja, aber achtet mal auf die Stimme in dem Video. Ich glaube, wir kennen die Person. Die Person hat vorher für ein anderes Unternehmen telefoniert, in einem wohl kleineren Büro. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie kommt mir an dieser Stimme etwas sehr, sehr bekannt vor. Und ich glaube, naja, er verrät's uns nicht im Video. Mir ist es auch während des Telefonats aufgefallen, dass ich diese Stimme irgendwoher kenne. Aber am Ende hat er mir leider doch nicht verraten, wer es ist. Aber schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, bevor ihr in dem Video hört, wer das sein könnte, weil ich selber mit dem Namen irgendwann rausrücke. Aber vielleicht fällt es euch mal auf. Ich weiß es nicht. Wenn euch es auch auffällt, bevor ich es gesagt habe, dann könnte das ja eine Bestätigung dafür sein, dass die Person wirklich die Person ist, von der wir glauben, oder ich zumindest, glaube, die er ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Ja. Hallo, guten Tag, ich spreche gerade mit dem Herrn Woltmar. Mhm. Ich bin Peter Braun und habe ich Ihnen angerufen wegen einer Investition, was ich früher gemacht habe. Aha, was denn für eine Investition? Über Bitcoin. Mhm. Es geht wegen einer Rückzahlung. Aha, ich habe ja noch gar nicht investiert. Wie, haben Sie gar nichts investiert? Nee. Aber Sie haben ein Konto aktiviert? Nee. Wie kann das sein dann? Ja, weiß ich nicht. Betrug, denke ich mal. Okay. Mhm. Musst du wen anders betrügen? Klappt bei mir nicht. Und du? Willst du noch was Schönes erzählen? Ja. Sag. Wie geht denn das Märchen weiter? Ich habe Ihnen gesagt, es geht wegen der Rückzahlung. Mhm. Schönes Märchen. Mhm. Wie viel Geld muss ich denn einzahlen, um mein angebliches Geld zu bekommen? Gar nichts. Ach so, ja, dann kannst du auszahlen. Ja, wir können das zusammen machen. Ja, dann zahl mal aus. Benutzen Sie Computer da? Ja. Und du? Moment bitte. Aha. Also, benutzen Sie Computer oder nicht? Ja, habe ich doch gerade gesagt, ja. Okay, arbeiten Sie durch Anydesk oder TeamViewer? Nö, ich lasse dich für den Betrug nicht auf meinen Computer. Warum? Ja, weil das nicht muss für eine Auszahlung, braucht man doch nicht. Weil ich habe Ihnen gesagt, es ist kostenlos. Ja, aber ich lasse ja keine fremden Leute auf meinen Rechner gucken. Wo steht das Problem? Ja, habe ich doch gerade erklärt, ich lasse keine fremden Menschen auf meinen Rechner gucken. Braucht man ja auch nicht für eine Auszahlung. Und genau so sieht es aus. Ihr kennt ja meinen Hinweis mit Anydesk, TeamViewer, VNC und so weiter. Lasst keine fremden Menschen auf euren Computer, denn wenn die erstmal Zugriff haben, dann könnte es auch sein, wenn ihr eure Programme nicht vernünftig eingestellt habt, dass die alles auf eurem Rechner dürfen. Also nicht nur eure Maus bewegen und die Tastatur bedienen und euren Bildschirm sehen, sondern die können auch im Hintergrund Programme installieren, Dateien hochladen und runterladen und all eure Dateien abrufen. Die können zum Beispiel auch die Passwortdaten von eurem Browser runterladen und so weiter. Oder eventuell vielleicht einen Trojaner installieren, der alles überwacht, was ihr macht und auch nach Beendigung der Bildschirmübertragung alle Daten einfach weiter überträgt. Von daher Finger weg von Anydesk, Remote Desktop Software und was es da so alles gibt, um euren PC aus der Ferne zu steuern. Das könnt ihr mit Freunden, Bekannten, Verwandten und der Familie machen, wenn die euch helfen sollen. Wenn ihr denen vertraut, denn wer Zugriff auf euer Persönlichstes hat, also auf euren Computer, der hat auch Zugriff auf alle Dateien, die ihr so über eurem Leben ja, hinweg gesammelt habt. Und ja, weiß ich nicht, ob man das möchte. Spätestens bei den, ja, Nippelblitze-Fotos von der Freundin oder den Schniedelblinke-Fotos, die man da vielleicht noch so irgendwo drauf rumgammeln hat, ja, ist der Spaß dann schon zu Ende. Denn mit solchen Sachen kann man euch auch definitiv erpressen. Und aus diesem Grund ist der Computer oder euer Handy das Privateste, was ihr eigentlich so besitzt. Das ist eine private Datensammlung von eurem Leben. Ja, auch wenn man da vielleicht nicht großartig was drauf hat, es gibt immer Sachen, die irgendwas Wichtiges mit eurem Leben zu tun hat, was ihr damit schon mal bedient habt. Und wenn es nur die Kontaktliste von euren Bekannten ist.
Man will sowas nicht, dass das im Internet rumgrassiert. Von daher passt auf, was ihr damit macht und nutzt diese Software nur dann, wenn es wirklich sinnvoll und klug ist und nicht, wenn es euch ja jemand irgendwie aus den Rippen leiern möchte. Okay, ja. Das ist eine Entscheidung. Ja, machen wir ohne Anydesk. Kannst du direkt auf mein Konto überweisen. Ohne Anydesk geht nicht. Natürlich. Denn es ist Betrug. Ja, haben Sie eine Wallet-Adresse? Ja, natürlich. Welches? Meine Wallet-Adresse. Von wem, ja? Ja, von mir. Ja, von welches Institut? Ja, wie welches Institut? Ich habe einfach eine Wallet-Adresse. Ja, von wem? Von Coinbase, von Bitpanda, von so. Binance? Ja, da habe ich eins von, warte, wie heißt das? Ach, hier dieses Pinke. Ich komme gerade nicht drauf. Muss ich mal gucken, wie das heißt. Hier MoonPay. Von MoonPay? MoonPay geht es nicht. Nur durch Coinbase, Binance, Bitpanda. Ja, bei Binance habe ich auch ein Krypto-Wallet. Ja, Binance geht auch. Okay, finden Sie das Krypto-Wallet. Habe ich, warte. Aber nicht bei MoonPay. Was haben Sie für einen Beruf? Das brauchen wir ja dafür nicht, für eine Auszahlung. Das interessiert ja da nicht. Habe ich nur gefragt. Wo steht das Problem? Ja, brauchen wir nicht. Gibt kein Problem. Aber wir brauchen ja auch keine Adresse dafür. So, dann soll ich jetzt die Wallet-Adresse durchgeben und überweist das Geld, oder wie? Genau, geben Sie mir durch das Wallet-Adresse. Sekunde. Ja. Soll ich jetzt schreiben? Ja, das ist 1. Moment. 1. Ja, JB. JB. TCO. TCO. 78X. 78. Und dann? X. X. 6ZP. 6Z. Paula. HQK. Heinrich. Q. Und dann? K. Kaufmann. VZY. VZY. AX7. AX7. HAJ. HAJ. VQL. VQL. Ja. MNJ. MNJ. Und dann E6A4. E6A4. Genau. Da kann das Guthaben drauf überwiesen werden, genau. Okay, Augenblick. Moment. Ich schau mal. Sie haben gesagt, das ist bei Binance, richtig? Moment. Wie viel Geld willst du denn überweisen? Augenblick. Moment. Haben Sie mir richtig gesagt? Natürlich. Das ist meine Bitcoin-Wallet-Adresse. Wir können nicht finden. Aha. Hier steht, wir können nicht finden, wonach Sie suchen. Aha. Warum nicht? Haben Sie mir richtig gesagt? Ja, natürlich. Moment, ich schau mal. Okay, ich sag. 1 J B T C O 7 8 X 6 Z P H Q K Victor Q L M N J E Das ist ja komplett falsch. A4. Also ich weiß nicht, wie man das komplett falsch abschreiben kann. Wie ist das falsch? Ja, hast du die Hälfte ausgelassen. Wie bitte? Hast du die Hälfte ausgelassen mittendrin? Ich sag nochmal. 1, J, ja. Beta, Theodor, C, Otto, 7, 8, X, 6, Z, Paula, Heinrich, Q, Kaufmann, Victor, Z, Y, Anton, X, 7, Heinrich, Anton, J, Victor, Q, Ludrich, Michael, Notbolt,
J-Emil-6-A-4. Ja, jetzt passt. Warte, immer hast du die Hälfte jetzt ausgelassen. Aber wenn ich das Wallet-Adresse suche, kommt es hier gar nichts. Und das akzeptiert es nicht. Ja, du musst das Bitcoin da drauf überweisen. Wie viel Bitcoin habe ich denn? Moment, ich zeig, wie viel Bitcoin haben Sie. 1,2 Bitcoin. Aha, ja, die nehme ich dann. Hm? Ja, aber ich kann nicht mit dieses Wallet-Adresse schicken. Wieso nicht? Weil mit dieses Wallet-Adresse stimmt etwas nicht. Doch, stimmt, das funktioniert. Können Sie selbst das Wallet-Adresse probieren? Wie, selber probieren? Können Sie schicken Geld von Monpay nach Binance oder von Monpay nach Binance? Ja, natürlich. Funktioniert. Zum Beispiel 10 Euro, können Sie das machen jetzt? 10 Euro oder 1 Euro? Jetzt überweise ich da nichts. Ich weiß ja, dass es geht. Aber warum bei mir geht es nicht? Ja, weiß ich doch nicht, weil es Betrug ist, was ihr da weil versucht. Ich kann Ihnen auch, ich kann auch eine, wenn Sie möchten, ein Bild schicken, was hier kommt. Ja, das interessiert mich ja nicht, was da kommt. Wenn Sie mir nicht, wenn Sie mir nicht glauben, habe ich wieder gerade gesucht, aber kommt es gar nichts. Moment. Ist denn schon irgendjemandem aufgefallen, wen wir da eventuell am Telefon haben könnten, wo der Akzent passt, der Slang passt, die Stimmlage passt, das Versoffene ist nicht ganz so schlimm, wie man es schon kennt oder kannte? Also ich bin ganz, ganz felsenfest der Überzeugung, dass das jemand ist, den wir hier auf dem Kanal des Öfteren hatten. Kommt nicht. Tja, und nun? Ich frage mich ja auch, wo das Geld herkommt. Wegen einer Investition, was ich früher gemacht habe. Wo habe ich denn die Investition gemacht? Über eine Handelsplattform. Ja, und wie heißt die? Habe ich keinen Namen. Aha, und das soll dir einer glauben. Du hast da mein Geld, aber du kannst mir nicht sagen, wo du das her hast. Das ist ja witzig. Es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie mir glauben oder nicht. Ist das lächerlich. Also noch lächerlicher geht der Betrug gar nicht. Glaubt dir das einer? Gibt es da wirklich Menschen, die dir das glauben? Ich weiß nicht. Aber kann ich hier mit Bild schicken, was hier draufsteht? Hieß du nicht mal irgendwann Dennis Wilson? Soll ich Ihnen das schicken? Ja, hieß du nicht mal irgendwann Dennis Wilson? Also, ich sage Ihnen etwas. Sie haben über ein Betrügsunternehmen eingezahlt. Und das Unternehmen, es ist nicht mehr verfügbar. Und wie heißt das Unternehmen? Und Ihre Wallet-Adresse ist gefunden bei Blockchain. Aha, habt ihr so einfach gefunden. Ja. Geil. Und sowas glaubt dir einer? Du glaubst das? Nee. Ich bin einfach ja, nur. Ja, genau, weil sie haben mir eine Wallet-Adresse geschickt. Ja. Und die Scheiße glaubt dir einer? Ja. Genau. Was genau? Ist doch lächerlich. Macht es Spaß, so die Leute um ihr Geld zu betrügen? Ich mag keine Betrüger. Nee? Und warum rufst du mich denn an und erzählst mir so eine komische Geschichte? Weil hier steht Ihrem Kapital deswegen. Ja. Ja, du kannst mir nicht mal sagen, woher. So ein schlechtes Skript kann man doch gar nicht haben. Die anderen geben sich wenigstens ein bisschen Mühe, die hier anrufen. Moment. Kennst du Harry Potter? Wieso? Hab ich gefragt. Ja, hab ich schon mal gestreichelt gestern Abend. Mit einer Bockwurst. Hab ich mit einer Bockwurst gestreichelt. Ist Elena gerade in der Nähe? Die Elena? Warum arbeitest denn du nicht mehr bei Bank FX Trade? Haben sie die hochgenommen? Nun kommt nicht mehr, oder was? Du musst schon reden. Man hört dich am Telefon atmen. Was? Wie viele Leute bescheißen ihr da so am Tag? Also,
Sie haben investiert bei einem Betrügsunternehmen, ha? Genau. Und jetzt ruft mich ein Betrügerunternehmen an und erzählt mir noch mehr Scheiße. Du klingst wie Dennis Wilson. Was ist das? Na, Dennis Wilson. Ha, du crazy. Wie alt sind Sie? Alt genug. Ich glaube, Sie sind 45. Ja, du hörst dich echt an wie Dennis Wilson. Wo hast denn du Elena gelassen? Wer ist Elena? Na, von Bank FX Trade. Bank FX Trade? Ich kenne das nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber du bist der Wilson. Wie viel Dennis haben Wilson. Sie da eingezahlt? Ja, gar nichts. Wie viel haben Sie da? Ja, gar nichts. Da hab ich dich doch vorher schon verarscht die ganze Zeit. Sie haben eingezahlt. Ja, nee, hab ich nicht. Sie haben eingezahlt und Sie haben genug Geld verloren. Ja. Also, wie kann man eigentlich noch in dem Glauben sein, dass dir da einer Geld gibt? Das ist doch Quatsch. Das ist komplett Blödsinn. Da fallen Leute drauf rein. Also, das Skript ist wirklich ein bisschen schlecht, da müsst ihr noch ein bisschen üben. Das ist doch total albern. Sag ehrlich, wie viel haben Sie investiert? Ja, gar nichts. Das würdest du aber auch dann wissen. Warum lügst du? Nee, ich lüg nicht. Du lügst ja, da mit deinem ich komischen glaube, Skript. Ja. Dein ganzes Skript ja, ist ja da gelogen. Das ist ja alles gelogen. Ja. Schämst du dich da nicht ein bisschen? Ist doch traurig, wenn man so die Leute bescheißen muss. Ich finde, ein bisschen schämen könntest du dich da schon. Hm? Was meinst denn du? Ich bin gerade in Deutschland. Bestimmt. Und das glaubt dir einer, oder was? Ja. Das ist sehr verwerflich, dass dir das Leute glauben. Ich hoffe nicht. Kommt man sich da nicht selber albern vor, den ganzen Tag so einen Quatsch zu erzählen? Herr Lutz. Wie viel haben Sie investiert? Gar nichts. Wie viel hat diese Frau von Ihnen genommen? Ja, überhaupt nichts. Ich habe ja keinem was gegeben. Bin ja nicht blöd. Warum lügst du? Du, weil der Charakter, den du da ansprichst, den gibt's gar nicht. Der ist ausgedacht, damit du auf YouTube landest. Ja. Und? Ja, nix und. Was? Ja, nix was. Das ist doch albern, da euer Skript. Ja, die Fragen habe ich dir alle schon beantwortet. Kriegst du keine Antwort drauf. Ja. Was arbeiten Sie? Fischstäbchenformer. Mit der Pinzette. Sind Sie ein gutes Mensch? Okay, was arbeiten Sie? Na, Fischstäbchenformer mit Pinzette. Okay, Herr Lutz, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Okay? Ja, und du trinkst nicht mehr so viel Alkohol, das ist ungesund. Ich trinke gar nichts. Doch. Das sagen immer die Zuschauer über dich. Ich trinke gar nichts, Herr. Nee, aber die Zuschauer sagen alle, dass du Alkohol trinkst. Du klingst immer so besoffen. Ah. Ja. Ich hab geraucht. Ja, bei dir im Büro, das hast du mir ja schon erzählt, ja. Und von Spaß. Von der Elena hast du mir immer erzählt. Was habe ich von Elena erzählt? Ja, nur als du noch für Bank FX Trade den Betrug telefoniert hast. Wann? Schon eine Weile her. Ich glaube im Dezember oder so. Vielleicht noch im Januar, aber ich glaube im Dezember war das. Und habe ich Ihnen gesagt, das, was Sie mir sagen jetzt? Ja. Na, andere Sachen, ja. Aber da hast du mich noch Kleine Katze genannt. Kleine Katze oder Gerold Steiner. Ich erinnere gar nichts. Nee. Ja gut, das kann am Alkohol liegen. Aber ich trinke keinen Alkohol. Nee. Also ich meine mal, dass die Geschichte, die er mir hier erzählt, die ist ja nun schon völlig wüst. Ich habe da einfach über einen Bitcoin irgendwo rumliegen und weiß nicht woher. Tja, das ist schon irgendwie sehr abenteuerlich. Aber noch besser ist, dass der doch eindeutig hier nach Wilson klingt, oder nicht? Also der komplette Slang, die Stimmlage, das Versoffene, vielleicht nicht ganz so versoffen wie früher. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum er sich nicht an uns erinnern kann. Wahrscheinlich, weil entweder viel zu viele Leute, die da schon angerufen haben, oder ja, vielleicht hat er auch einfach nur eine Amnesie und wurde in ein neues Callcenter gebeamt. Ich weiß es nicht. Aber
Egal wie viel der sich hier wehrt, ich bleib immer noch bei der Meinung, dass das hier der Dennis Wilson ist, er gibt's halt nur einfach nicht zu. Aber naja gut, das ist ja nicht das erste Mal, dass die Betrüger nicht zugeben, dass sie Betrüger sind. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sie nicht zugeben, wenn man sie am vorherigen Namen erkennt, dass sie früher mal so gehießen haben. Aber was will man eben auch von Betrügern erwarten? Es bleiben Betrüger. Egal wie nett sie nachher noch am Ende sind. Ja, wirklich. Ja, aber ihr kifft doch da auf Arbeit. Ich mag gar nicht, ich trinke keinen Alkohol. Ja, warum nicht? Nur Wasser. Warum denn? Weil ich mag nicht das. Ach so. Ja. Ja gut. Ja, nö, das ist selten. Vielleicht mal ein Cocktail, aber eigentlich auch nicht. Eher eine Cola. Wenn du Autofahrer bist, dann ist ja mal scheiße. Bier? Nee, Bier gar nicht. Warum nicht? Ja, mag ich nicht. Das schmeckt ja so eklig, bitter. Vielleicht mal ein Kirschbier, sowas geht mal, aber dann ist es ja schon kein Bier mehr, dann ist ja mehr Kirsche. Gehst du in Party oder? Och, nö, auch nicht so viel. Quatsch, das ist ja bloß Geld verbrennen. Ist morgen ein Feiertag in Deutschland? Ja. Und bei euch? Welches? Ja, welchen Feiertag habt ihr denn morgen? Ich hab keinen Feiertag. Nee. Aber gerade hast du noch erzählt, du bist in Deutschland. Nein, ich bin in England. Genau, das ist ja genauso gelogen. Aha. Ja. Was für ein Feiertag ist morgen? Der Peter Pan Feiertag. Okay. Ja. Okay, also Herr Luzi, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, dann danke für Ihre Zeit. Kannst du ja morgen wieder anrufen, ja. Da können wir morgen noch ein bisschen erzählen. Machen wir noch ein weiteres Video. Okay, danke. Alles klar, dann bis morgen. Wo kann ich das sehen? Na, auf YouTube. Welches Name? Sag ich nicht. Sagen Sie mir bitte. Nee. Ich möchte das sehen. Ja, das hast du früher schon versucht, aber das sage ich dir nicht. Warum? Darum. Kann ich das in YouTube sehen? Wir können schon. Ja, sagen Sie mir ein Video. Nee. Nicht von mir, aber bei den anderen. Musst du eingeben, Callcenter Fun. Wie war das? Callcenter Fun. Callcenter Fun. Und da finde ich auch das Video. Okay, ich rufe morgen und mache sie Neues. Alles klar. Danke. Tschüssi. Tüdelü. Ja, natürlich findet man das Video nicht direkt unter Callcenter Fun, aber wenn man ein bisschen Grips besitzt, dann dauert es nicht lange, bis man danach dann das Video gefunden hätte. Ja, also ich glaube, wir sind uns da alle einig, oder? Das ist der Wilson, also definitiv, auch wenn er es absolut abgestritten hat, aber es ist der Wilson. Auch wenn er da hier nicht mehr so heißt, aber naja, die Gesprächsführung war ja eigentlich exakt die gleiche wie früher. Einen Unterschied haben wir allerdings, der Wilson ist nicht mehr so zuverlässig wie früher. Er hat leider nicht nochmal angerufen und, weiß ich nicht, mal sehen. Vielleicht werden wir ihn denn doch nochmal irgendwann auf dem Kanal hören. Hier bin ich mir jetzt doch relativ sicher, dass es der Wilson sein muss. Naja, aber ihr habt ja in meinem letzten Einsprecher, deswegen habe ich es mal drin gelassen, wahrscheinlich gerade einen Telefonping gehört. Ich zeige euch mal, was ich gerade per WhatsApp bekommen habe. So, und da fragt man sich jetzt allen Ernstes noch, weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt, das noch irgendwie für seriös zu halten. Das habe ich gerade von meiner eigenen Mutter bekommen, obwohl sie weiß, dass ich jeden Tag zu dem Thema hier Videos hochlade. Sie fragt mich tatsächlich allen Ernstes, kann ich das hier machen oder lieber nicht? Meine Antwort, die ich hier rausgeschwärzt habe, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe so geantwortet, wie man hier zu antworten hat. Auf jeden Fall die Finger weg davon, denn weiß ich nicht. Manchmal frage ich mich, was eigentlich mit den Menschen los ist. Man kann so viel erzählen, wie man möchte, aber irgendwie rennen die Menschen grinsend einfach weiter in die Kreissäge rein. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Denkt dran, die Kommentarfunktion ordentlich zu benutzen. Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.